Eine weitere Fingerübung, die auch ein bisschen trickig ist, wir berühren mit den Fingerkuppen der rechten Hand, die Fingerkuppen der linken Hand, ganz einfach. Aber jetzt werden die Daumen umeinander gedreht. Das geht noch leicht. Dann kommen die zweiten Finger, die dritten Finger, die vierten Finger, die klemmen auch bei mir ein bisschen, und die fünften Finger. Dann fangen wir mit den fünften Fingern an, drehen, 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 drehen. Die vierten Finger, ganz lustig, dritten Finger, zweiten Finger und die Daumen. So weit, so gut. Aber jetzt kommt Highscore. Wir fangen nochmal mit den Daumen an und drehen. Die Richtung, die wir jetzt drehen, ist die gute Richtung, die wir besser denken können, die wir leichter machen können. Jetzt drehen wir die Richtung herum. Dann die zweiten Finger drehen, anfangs immer in der guten Richtung, die man sehr gut denken kann. Und jetzt müssen wir die Drehrichtung ändern. Oh oh. Bei den dritten Fingern das gleiche Spielchen. Bei den vierten Fingern. Ah, shit. So geht das. Die vierten Finger sind definitiv die schwierigsten Finger. Und die fünften Finger. Krabbel, 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 krabbel. Und dann das gleiche wieder zurück. Und vierten Finger, dritten Finger, umdrehen, zweiten Finger, umdrehen und die Daumen und so. Ein bisschen Übung und dann kann man das. Ein wunderbarer Gehirnurlaub.